Was geht ab, meine lieben Freunde, Öni hier und herzlich willkommen zum 15. Far Cry Primal Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's weiter mit Far Cry und guck mal an, was wir für ein Monstrum neben uns stehen haben. Einfach nur krank. Das haben wir in der letzten Folge geschafft, zu jagen, zu zähmen, der Narbenbär. Ich habe in der letzten Folge auch Nasenbär genannt, wo er viel Narben der Arme hat, Alter. Richtig krank, guck dir mal sein Gesicht an. Also, er tut mir schon mega leid, irgendwie, Alter. Richtige Scheiße, hat er übertrieben viele Narben, ey. Ja, Freunde, ich war gestern ein paar Jungs mit Tugai, Stefan, Chandrim und so weiter. Waren wir in der Stadt gewesen, haben wir ein bisschen Party gemacht. War auf jeden Fall ein chilliger Abend gestern mit den Jungs gewesen, ey. Und heute bin ich mit meiner Familie gleich schön asiatisch essen. Und da freue ich mich abnormal drauf. Ich liebe einfach asiatisch All You Can Eat. Das ist das Beste, was es gibt fast. Das schmeckt so geil. Oh, was ist das denn für Büffelhörner hier? Die greifen mal lieber nicht an, oder? Machen wir lieber. Nee, wir chillen mal. Oh, ich dachte schon, unser Bär greift die einfach an. Guck mal, die rennen von unserem Bär weg. Die haben Angst, Alter. Scheiße, ey. Ja, auf jeden Fall, Freunde, bin ich heute schön lecker essen mit meiner Familie. Oh, shit, da sind Mammuts, Alter. Unser Bär könnte es niemals mit denen anlegen. Hier, Süd, einfach Südstein ein bisschen mal mit. Ja, heute gucke ich mal, wie lange ich das Let's Play halten werde. Ich habe ja die letzte Folge ein bisschen kürzer gehalten. Die ging ja nur 16 Minuten. Aber heute wollte ich auf jeden Fall so, ja, 25 bis 30 Minuten die Folge halten. Ich werde mein Bestes geben, dass ich es auch schaffe. Und ja, wir gucken jetzt erstmal, was wir für eine Mission auf der Karte machen. Ich glaube, wir wollten letztes Mal die Mission machen bei Karush. Kakarush, hol Karush und ein und schließe dich seinem Kampf gegen seine Udam-Feinde an. Das würde ich auf jeden Fall machen, weil das ist auf Schwierigkeit schwer. Sonst können wir ja sowieso erstmal nichts machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich dort wieder. Aber ich habe noch gesehen, hier bei Handwerk können wir hier unter anderem das hier verbessern. Das ist, glaube ich, richtig wichtig. Eine zweihändige Keule. Du kannst, warte mal, zweihändige Keulen verursachen großen Schaden im Nah- und Fernkampf. Sie sind schwer und langsam, also wähle deine Angriffe mit Bedacht. Ja, Courage Hütte haben wir, Notzeder und Knochen. Da würde ich sagen, oh, sorry, upgraden wir das Ganze mal. So, jetzt haben wir hier eine zweihändige Keule. Und zum zweiten Update, ja, das ist Nordton fehlt uns. Da haben wir 0 von 20, Alter. Ich weiß ehrlich gesagt, wo man das nicht findet, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Oha. Krank, Alter. Jetzt haben wir zweihändige Keule. Du hast gerade eine neue Waffe freigeschaltet. Du kannst mehrere Waffen desselben Typs in deinem Handwerksmenü freischalten. Halte LB gedrückt, um das Waffenrad zu öffnen zwischen diesen selben... Ah, okay. Wähle eine Waffe und drücke links, rechts... Okay, ja, das kenne ich ja schon. Okay, mal gucken. Oha. Alter. Boah, Junge. Okay, die müssen wir mal direkt testen. Stuff, Junge. Stuff. Oha, der ist direkt tot. Shit, was ist das für eine Keule, Mann? Alter. Unser Bestie killt den einfach, Junge. Wir werden auf jeden Fall die heutigen Folgen nur mit diesem Tier hier machen. Guck mal, was wir da hinten haben, Alter. Die holen wir uns jetzt. Oh, bitte kein Krokodil! Warte mal, wo sind die Gegner? Da hinten, komm. Ich zeige euch das mal eben. Oh mein Gott, Mammuts sind auch hier. Das ist gar nicht gut, Leute. Egal, unser Tier macht das schon. Egal, wir sind jetzt hier ein bisschen am Verbrennen. Die Mammuts kommen jetzt auf. Ey, Digga, ist das gerade dein Ernst? Die Bestie greift einmal an, der ist sofort tot. Aber guck mal, was wir eine Keule jetzt haben, Alter. Das ist ja mal richtig geile Scheiße. Okay, der da oben ist auch richtig übermotiviert. Den müssen wir mal runterholen. Peter, komm runter. Ja, übrigens, neue Serie gestern auch viel FIFA gestartet von mir. Peter, komm runter. Müsst ihr euch reinziehen, wer das noch nicht gemacht hat. Ist richtig geil geworden. Hat euch auch gefallen vom ersten Eindruck. Schon über 20.000 Likes. Danke erstmal dafür. Stuff. Okay, Bestie. Okay, die Bestie ist immer schneller als wir. Dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns einfach gleich hier wieder. Bei Fähigkeiten können wir auch, ja, okay, wir haben zwei Punkte, die wir upgraden können. Schau mal nach, was es hier so gibt. Finde beim Häuten die meisten Tiere plus zwei Fleisch. Du durchsuchst Gegner automatisch, während du... Nee, das ist auch blöd. Nee, das ist auch blöd. Stelle zwei Keulen statt einem Waffenrad her. Nee, brauchen wir auch nicht. Stelle zwei Stachelbomben. Ja, Stachelbomben wolltet ihr ja alle unbedingt mal haben. Stelle zwei... Das ist auch alles blöd. Denn das Schwanken, das wollte ich unbedingt mal machen, endlich, Alter. Das Schwanken beim Zielen mit Keulen und Speeren wird deutlich reduziert. Das will ich jetzt machen, das mache ich jetzt auch. Das Wechseln von Waffen geht schneller. Selbst wenn du sprintest, das Zielen mit LTE geht ebenfalls schneller. Das ist auch wichtig für Pfeil und Bogen. Also das sind die ganzen Sachen für die Kämpfe. Aber für die Jagd gibt es natürlich auch ein paar Sachen hier. Wir schauen einfach mal kurz hier drüber. Stelle zwei Köder her. Ne, wir machen einfach mal das hier, komm. Wir sind ja öfter mit Pfeil und Bogen auch am Schießen. Deshalb würde ich sagen, ist das passend. Sonst gibt es Ziele und wirf deine Keulen und Speere, während du eine Leiche bewegst. Ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Da würde ich sagen, Leute, sehen wir uns gleich bei Karush wieder hier auf der Karte. Machen wir erstmal die Mission bei ihm hier oben. Bis gleich, Leute. Yo, Freunde, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Die Mission von diesem Karush ist leider hier in diesem Wintergebiet. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall jetzt mal unsere neue Kleidung. Und ich schaue mal eben kurz nach für unsere neue Kleidung im Handwerksmenü. Hier unten rechts könnt ihr sehen, zack, hier brauchen wir noch 4 von den Wolfsfällen, damit wir unsere Kleidung upgraden können. Weil jetzt würden wir schon nach 4 Minuten erfrieren und mit dem Upgrade nach 10 Minuten. Das ist auf jeden Fall schon deutlich besser. Und ich habe jetzt eben auf der Karte eine Stelle markiert, da wo Wölfe sind, die sind nämlich hier rechts. Das ist nicht so weit weg von uns, da reiten wir mal kurz hin. Und dann töten wir ein paar Wölfe und dann haben wir schön das Wolfsfell, 4 Stück. Und dann können wir uns zur Mission hinwidmen, Alter. Alles klar, bis gleich. Wow, was ist das denn für ein Wolf? Das ist doch kein Wolf mehr, Alter. Oha, das ist ein Jack. Oder nee, der Jack war das andere Tier. War das ein Wolf? Seltenen Streifenwolf, ja, okay.
Den nehmen wir natürlich auch mit, den Wolf hier. Kriegen wir Wolfsfell dazu? Ich hoffe mal, wir kriegen... Naja, kriegen wir gar kein Wolfsfell dazu. Wir kriegen Knochen. Aber irgendwas haben wir selten Steinhoff-Wolffell. Aber scheiße, wir brauchen unbedingt ein Lagerfeuer, weil ich habe die Wölfe bisher noch nicht gefunden. Scheiße, Alter. Wir brauchen unbedingt hier ein Lagerfeuer. Muss mal kurz gucken, wie das geht, Leute. Dann machen wir erstmal ein Lagerfeuer und dann ziehen wir weiter, weil unsere Kälte ist schon fast weg. Wir dürfen jetzt nicht hier sterben. Digga, ich verstehe das nicht. Der braucht ein Lagerfeuer, um warm zu werden, ne? Und ich habe jetzt einfach einen Busch abgeschossen und ihm wird nicht warm. Das ist doch warm genug, Alter. Das ist so ein Bug in diesem Spiel, Alter. Jetzt sterbe ich hier gleich wieder und bin nicht mal bei der Mission angekommen, Alter. Das ist doch so ein Witz, Mann. So, Freunde, wir sind jetzt hier in der Mission von diesem Karush angekommen. Hier ist irgendwo ein schönes Lagerfeuer. Da können wir uns ein bisschen aufwärmen. Komischerweise können wir uns jetzt hier aufwärmen, aber bei dem anderen können wir es gerade nicht machen. Wir wärmen uns jetzt erstmal kurz auf. Ach du Scheiße, die werfen mich hier. Eieiei, die vergiften mich hier die ganze Zeit. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen hier in Offensive gehen. Eieiei, ich sehe fast gar nichts mehr. Wir gehen jetzt mal zu Karush Hütte da einfach hin. Weil die Gegner können meine Eier lecken, Alter. Wir müssen ja nicht töten, sondern die Aufgabe ist ja hier drin. Bei Karush erstmal schön ein bisschen Lagerfeuer. Ja, hätten wir gar nicht diesen Anzug holen brauchen. Ich habe den auch gar nicht geholt, weil ich hab die Wölfe gesucht in dem Gebiet. Da waren einfach keine Wölfe. Ich habe mindestens 10 Minuten danach einen Wolf gesucht. Aber da war einfach keiner. Das war mega Abfuck. Ey, wo ist mein Tier, Mann? Das soll mal herkommen. Hallo? Ah, das ist doch da oben, korrekt. Das muss auf jeden Fall gleich erstmal geheilt werden. Das hat keine Energie mehr. Guck mal, der Karush, Alter. Was macht der denn da? Ist der auf Rille oder was? Chillt der da einfach? Alter. Hi, Mog. Mog. Hi, Nibrashtar. Boah, ist das ekelhaft. Bal, ja oder da, Mog? Matamalsam. Mog, Supima, Warsta. Ich dachte B. Schwada. Boah, das ist ekelhaft, Alter. So viel Blut, Mann. Komm, Bruder. Steh auf, Mann. Komm. Boah, der hat aber auch ganz schön Wunden und Narben. Hi, Kuspa. Misushnu Yaugam. Nai, Karush. Winja Tihimana. Was wir jetzt hier für eine Aufgabe haben, Alter. Ich hoffe, in dieser Höhle hier, das wäre echt super, weil da müssen wir uns nicht mal diese Wärmebalken besorgen, Alter. Das ist voll der Abfuck. Erreiche. Ne. Gib Karush die Grünblätter. Ja, welche Grünblätter? Ich hoffe, ich habe genug Grünblätter dabei. Schau mal. Gib Karush die Rubel. Die habe ich da gemacht. Ah, der hat auch noch. Die Walnai. Ei, ei, ei. Müsste ich bestimmt hier rausbringen. Verlasse die Höhle mit Karush. Okay, Leute, jetzt geht's, glaube ich, los, Alter. Wir müssen jetzt hier sicher rauskommen. Oha. Da sind schon welche. Guck mal jetzt von hinten. Stuff, Alter. Boah, diese Keule ist krank. Die ist echt krank, Mann. Wow. Die braucht aber ein bisschen länger zum Aufholen, ausholen. Wir heilen erstmal unser Tier. Chill doch mal, unser Tier rennt einfach los. Oh, ne, die haben wieder Gift. Die haben Gift. Hau drauf, Digga. Irgendwie schön. Ah, yeah, wir sind wieder vergiftet, Alter. Ich kann gar nichts mehr sehen hier. Egal. Zack, wir können auch Takedowns machen. Alter, was geht hier ab? Wir sind alles am Rasieren. So muss es sein, Leute. Kommt her. Bam. Wir müssen auf Karush auf jeden Fall auch achten. Ach du Scheiße, mein Leben, heil dich, Digga, heil dich. Eieieiei. Ey, diese Keule ist nichts für so viele Gegner. Brauchen wir lieber die Keule, damit er schneller ausholt und so. Ach du Scheiße, Mann, wo sind die alle? Wir können doch mal hier Pfeil und Bogen nehmen und die von da oben abballern erstmal. Zack, in deine Fresse. Oh shit. Zack, Headshot. Kopfschuss tot. So, unser Tier ist auch schon gut am Rasieren. Das hat voll viele Bestienkills schon. Eieiei, erstmal heilen wir uns jetzt. Da ist auch schon wieder ein Gegner. Hol den, greif doch mal an, Tier, Junge. Was macht unser Tier? Warum greift es nicht an? Hier. Eieiei. Töte den. Schön. Zack. Tot. Optimal. So, wir müssen uns immer weiter langsam vorarbeiten. Kommen mit Karush. Zack. In deine Fresse. Bam. Ja, okay. Ich glaube, hier können wir jetzt lieber die Keule rausholen. Die wäre wichtiger. Ey, verpiss dich, Mann. Boah, unser Tier ist gut am Rasieren. Ey. Das gefällt mir richtig, ey. Das kämpft bis zum bitteren Ende. Komm schon. Wir haben genug hier noch Leben übrig, damit wir keine Kältedinger haben. Und die Keule ist auch stark genug, Alter. Ich glaube, diese große Keule braucht man mehr so für diese... Ach du Scheiße, Karush ist am Sterben. Ey, Digga, das kann nicht sein, Mann. Was machen die mit Karush hier? Verpiss dich. Lass Karush in Ruhe. Eieiei. Karush hat wieder volles Leben, korrekt. So, entkomme mit Karush. Ja, wohin denn? Ich folge dem einfach mal, weil der weiß ja den Weg am besten aus seiner Höhle. Ja, geschafft, ey. Shaja. Magshanshi. Thumbnail. Luta Taka. Karush Gwaifa Dahata! Mas Brashtar. Shrash.
Oha. Zieht er denn die Beine weg? Magmarwa. I shayu misushin sas. Der Typ ist geistig gestört, Alter, ich sag's euch. Machira. Waichasu jinafmas. Rashta. Okay, bald treffen wir uns im Dorf mit ihm. Das machen wir auf jeden Fall. Mission geschafft, Auge um Auge. Ja, die war eigentlich gar nicht so schwierig. Da stand der Schwierigkeit schwer. Ich würde sagen, ey, ich habe jetzt mal richtig Bock, Mann, auf diese Mission, wo wir letztes Mal abgekackt sind. Also, wir haben sogar Fähigkeiten dazu bekommen, optimal. So, wir gucken jetzt erstmal auf der Karte nach, ob wir neue Missionen haben. Erstmal im Handwerksmenü. Können wir irgendwas hier verbessern, was wichtig ist? Ne, ich glaube noch nicht. Wolfsfell brauchen wir unbedingt, Mann, für diese ganzen Kältemissionen. Fähigkeiten können wir jetzt hier wieder ein paar Sachen ändern. Warte mal, hier. Ne, müssen wir nicht markieren. Schauen wir mal hier. Ziele und wirft deine Keulen. Ne, brauchen wir nicht. Stelle Köder, ne, das brauchen wir auch nicht. Also lassen wir erstmal so, wie es ist, Leute. Wir gucken jetzt mal auf der Karte, was wir machen können. Auf jeden Fall ist hier oben eine Mammutmission, aber die brauchen wir jetzt nicht unbedingt machen. Wir haben letztes Mal auch schon Mammut getötet. Wir gucken mal, wo es noch weitere Hauptmissionen gibt. Hier ist eine, aber die ist auch wieder in diesem Kältegebiet. Ich würde gerne eine mal machen, die nicht in diesem Kältegebiet ist, sondern die hier zum Beispiel. Wisst ihr noch? Auf sehr schwer, boah, das war so eine kranke Mission, ey. Die war wirklich abnormal schwer. Ich gucke mal, ob wir hier irgendwelche Missionen haben. Wir können rette das alte Mammut, okay, das ist auch eine Mission. Wir können mit ihm reden. Heim des Venya, aber rede mit Tensei. Wir gucken mal im Dorf, ob wir hier irgendeine Hütte noch aufbessern können. Ja, ich glaube nicht, ne, können wir nicht machen. Wir brauchen hier bei ihm 38 Alderholz, dann können wir die Hütte upgraden. Ich schaue einfach mal kurz nach, Leute. Ja, ich würde einfach sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich schaue mal, wie wir das machen hier. Überleg mir was und dann sehen wir uns gleich. So, Freunde, ich bin jetzt erstmal zurück ins Dorf gegangen. Wir können auf jeden Fall die Mission bei Tensei hier machen. Wir können sein Haus noch nicht upgraden, weil uns dann auch das Doppelte von Alderholz fehlt. Aber wir können hier bei ihm in die Hütte rein. Und ich denke mal, das ist eine Mission. Wir gucken einfach mal. Ja, Mann, korrekt. Deine Missionen sind eigentlich immer spannend. Mal gucken, was heute auf uns erwartet. Ja, ey, der schickt uns bestimmt wieder in eine andere Welt, ey. Was macht der da schon wieder? Tishayubarwa. Saswar Hassars. Afi. Yasushulhan Purpana. Usapacha. Usapacha. Ach du Scheiße, Alter. Jetzt sieht man wieder irgendwas anderes. Oha. Ich glaube, das ist so der Drogendealer damals gewesen, Alter. Der hat den Leuten da Marihuana alles auf eine andere Art und Weise verkauft. Einfach ins Blut gemischt, Alter. Und dann trinken die das, ey. Die sind auf Rille. Jackpoint, wo sind wir denn jetzt hier? Alter, guck mal. Ist er richtig stoned? Das ist nicht unser Dorf. Vision des Feuers. Du Scheiße. Findet die größte Angst der Isila? Was ist denn die größte Angst? Guck mal, die gucken da hin. Wo gucken die denn hin? Hä? Ich würde mal gerne wissen, guck mal, die guckt nach rechts, der guckt nach da. Wovor haben die denn alle Angst, Alter? Ah, da oben. Ah, die ist das. Die ist das, die geile Sau. Das ist ein Krati. Kennt ihr auch den Krati, der ist mal Rille. Wow, wow, wow. Das ist immer alles weiß hier, ganzer Bildschirm. Checkpoint, Checkpoint. Ich verstehe kein Wort, was sie da labern. Dieses Feuer, erschreck mich nicht. Oha, Alter, das haben die cool gemacht, diesen Übergang. Erreich, oha. Ich trage Krati. Erreiche die stehenden Steine. Feuer von Krati. Das Feuer von Krati wird von allen Isila gefürchtet. Halte LT gedrückt und RT, um einen Meteor-Pfeil mit Meteor, ja, Meteor-Pfeil abzuschießen und den Zorn der Sonne zu entfesseln. Töte 5 Gegner, um das Feuer von Krati aufzuladen und eines mächtigen Dreifachschuss für deinen nächsten Schuss zu erhalten. Nachdem du den dreifachen Pfeilhagel abgeschlossen hast, wechselst du wieder zum Meteor-Pfeil. Ach du Scheiße, okay, erstmal 5 Gegner töten. Da sind schon welche. Zack, 1. Alter, was ist das denn für eine kranke Scheiße hier? Alter Schwede. Guck mal, wie viel Leben wir einfach haben. Ey, irgendwas ballert uns da die ganze Zeit ab. Ich weiß nicht, von wo die Schüsse da alle kommen. Oha, da. Zack. Okay, 3 haben wir. So, unser Leben, Alter. Wir sind echt gerade... Boah, guck mal, wie das am Leuchten ist, Mann. Ich komme mir vor wie ein Super Saiyajin gerade. Shit, ist das krank. So. Wir ziehen einfach mal durch hier. Da. Zack. Reiche die stehenden Steine. Ne, ich habe gedacht, die liegenden Steine.
Zack. Boah, ist das eine geile Waffe, Alter. Ich brauche unbedingt diesen Pfeil und Bogen, Alter. Das gibt's, glaube ich, nur in dieser Rille-Welt hier. Eieiei. Boah, das ist ja mal richtig krank mit den Feuern hier und so. Seid mal ehrlich, Leute. Finde ich heftig, Mann. Guck mal, zack, bam, in der Fresse. Der da hinten kriegt auch nochmal einen Boah, drei. Und drei auf einmal, Alter. Ja, stand da gerade auch irgendwas davon da. Wir müssen jetzt eben schnell durchziehen, ey. Leute, ey. Das Spiel ist auf jeden Fall richtig geil, Mann. Mir gefällt das. Nur das Fackel ab, dass man immer so oft von A nach B rennen muss und sowas. Ich hätte auf jeden Fall mehr Kontrollpunkte einnehmen müssen, damit ich mich immer von A nach B per Schnellreise hinbewegen kann. Guck mal jetzt, zack, alle. Zack. Und jetzt haben wir Dreierschuss. Bam, Junge. Verpiss dich. Oh, was sind das denn für Steine, ey? Und jetzt zerstöre die stehenden Steine, okay? Zack. Wo sind die denn alle? Da ist einer. Bam, machen wir den einfach schnell kaputt. Der ist schon mal kaputt. Zack, jetzt Nummer 2. Auch kaputt. So, wo ist Nummer 3? Zack, bam. Ball einfach drauf. Der soll mal den Dreierschuss rausholen. Da, Dreierschuss. Ne, doch nicht. Zack. Um genau zu zielen, Länge. Okay, ja, brauche ich aber nicht. Ich habe es ja schon geschafft. Die Mission war cool, Mann. Diese Visionen, die sind immer auf Rille. Da bin ich in einer anderen Dimension. Heute kommt auf jeden Fall noch ein schönes Quantum Break Let's Play online am Abend irgendwann, Leute. Weil ich bin dann gleich erstmal essen. Und danach... jetzt guck mal, jetzt dieser Übergang, wie das sieht so geil aus. Guck mal jetzt. Und da sind wir auch schon direkt. Okay, was müssen wir jetzt machen? Zack, in dein Arschloch. Bam, in dein Arschloch. Durch das Töten von Isila wird ein Bogen aufgeladen. Zack, wir töten mal alle Isila. Einfach mal draufballern. Wir haben eh unendlich viel Munition. Nutze einen Dreifachschuss, um den Mond zu zerschlagen. Weil wie ging das mal mit dem Dreifachschuss? Ich glaube, ich muss dreimal hintereinander ganz schnell drei Gegner treffen. Zerschlage. Was steht da? Zerschlage den Mond. Welchen Mond? Wo ist der Mond? Wo ist der Mond? Mond ist eigentlich oben. Alter, wo ist der Mond, Digga? Digga, die wollen... Oha, Alter, klar. Zack. Boah, Junge, was ist das denn, Alter? Sieht aus wie eine Genki-Dama, ey. Ich schwör's dir, das sieht krank aus. Das Töten von den Isila wird am Bogen aufgeladen. Ja, wo sind denn diese ganzen Isila? Alter, guckt euch mal den Mond an. Das sieht echt heftig aus. Ich schwöre es euch. Das sieht krank aus. Okay, brauchen nochmal einen Dreifachschuss. Nur die Frage ist, wie kriegen wir den zustande? Wir müssen erstmal, glaube ich, hier ein paar von den Dingern nochmal töten, ey. Oder können wir... Weil wir gingen nochmal einen Dreifachschuss. Da hinten, hinter uns. Okay, hinter uns. Da kommen die schon wieder. Zack. Zack. Komm. Wir brauchen noch einen Tod. Ich glaube, man muss drei Stück hintereinander treffen. Dann kriegt man wieder diesen Dreierschuss. Aber wo sind die anderen? Da sind noch welche. Da kommen sie doch. Da kommen sie. Zack, hab ich. Zack. Wo sind die anderen? Zack, hab ich. Da, jetzt kommt der Dreierschuss. Da ist er, der Dreierschuss. Ab zum Mond. Bam, Junge. Guckt euch das jetzt an, Leute. Boom. Shit, Alter. Der Mond explodiert. Der Mond explodiert. Wir brauchen wieder einen Dreierschuss. Unser Leben ist fast weg. Scheiße, wir müssen aufpassen. Ey, Leute, das ist echt eine kranke Mission, ey. Ich schwöre es euch. Shit. Wir müssen öfter zum Tensei gehen, Alter. Der weiß... wie man hier eine geile Mission macht. Ey, scheiße, wo sind die? Ey. Da oben. Eins. Da haben wir wieder den Dreierschuss. Und jetzt, bam, zum Mond. Guck mal jetzt. Boom. Och, du Scheiße. Also, wie viele Schüsse braucht der Mond noch? Also, ich glaube, der braucht noch einen. Oder explodiert er jetzt? Ah, Kamehameha. Oh, Junge, ich bin gerade in diesem Dragon Ball Feeling. So, okay, wir haben es geschafft, glaube ich. Der Mond ist am explodieren. Wir müssen jetzt zu der anderen Aussichtsposition gehen. Oder die Gegner hier töten und dann zum Mond ballern. Guck mal, wie schwarz der Himmel einfach ist. Ey, krank. Eieiei. Ucker, tucker. Bam. Bam. Noch einen, Leute. Da. Wow, steht direkt vor meiner Nase. Habe ich auch. Da hinten sind schon wieder alle. Bam, Junge. Scheiße. Zack. Scheiße, ich muss drei hintereinander treffen. Dann gibt es erst hier... Aber die sind alle zu weit weg gewesen gerade. Zack, habe ich. Wo sind die anderen? Da kommt der nächste auf mich zugerannt. Oh, Dreierschuss. Zack, ab zum Mond, Digga. Wow. Alter, wie viele Schüsse der Mond einfach braucht, ne? Seid mal ehrlich, das ist heftig. Okay, es ist ja auch der Mond. Ist ja nicht irgendwie so ein Planet oder so. Ist noch drin. Komm, bam. Hab ich. Eieieiei. Ich sterbe gleich, Leute. Ich muss echt durchziehen, Mann. Wir brauchen einen Dreierschuss. Ey, ich bin gerade voll am Verziehen wie so ein verzogenes Kind. Dreierschuss. Hier. Habe ich doch jetzt draufgeballert auf den Mond. Ja, Mann, ich glaube, das passt. Boah, Junge. Diese Explosion. Wie eine Genki-Dama. Geladen wie ein Feuerball. Und geschossen wie eine Kanone. Okay, jetzt haben wir den Mond zerstört. Aber für was ist das Ganze gut? Um unsere innere Ruhe zu finden? Oder
Keine Ahnung, ich will nicht wissen, was die damals für Drogen genommen haben, dass die so da solche Sachen. Vision des Feuers abgeschlossen. Ja, die Mission war cool, Alter. Die hat mir gefallen, Mann. War mal was anderes. Diese Visionsmission können wir auch mal öfter machen, ohne Witz, ey. Erstmal heilen stand da gerade. Ja, sehen wir uns gleich wieder. Oh, guck mal, jetzt steht er wieder auf. War in der anderen Welt. Ich will nicht wissen, was der Tensei mit dem währenddessen angestellt hat, ey. Der eine hat bestimmt die Seife aufgehoben. Eieiei. Der Tensei ist auch aufgehoben. Ukar. Urki. Sushalain Spajam. Nein. Shansha Urusins. Shansha Salwas. Salwa ya Sushalain Dwayagis. Prasqua Pashta. Krati. 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 Mash. Hasup near Pacham. Hakis. Hakis. Ja, wir gehen jetzt schon. Aber die Mission hat Bock gemacht, Leute. Ich weiß auch nicht, wie viel Zeit wir bei dem Let's Play hier haben. Also ich habe auf jeden Fall schon eine Stunde aufgenommen, steht da. So, Freunde, ich habe jetzt gerade noch gesehen, im Dorf gibt es eine weitere Mission bei Seila. Ihre Hütte haben wir auch, glaube ich, letztes Mal geupgradet. Ich guck mal eben nach, wie viel. Ja, die können wir gar nicht mehr upgraden. Die hat, glaube ich, schon... Ja, die hat ihren Palast errichtet, Alter. Die hat ihre Villa für sich bekommen. Würde ich sagen, machen wir noch ihre Mission bei der. Und schauen mal, was uns dort noch erwarten wird. Hier, die letzte Mission für heute. Boah, guck mal, so eine chillige Hütte, Alter. Sieht schön bequem aus. Boah, nicht schlecht, ey. Jetzt nagelt er die erstmal weg hier, ey. Boah, die wieder mit ihren Ohren, Alter. Meine Güte, richtig Ohrfetisch. Die ist echt krank, Alter. Akista. Tanhi na kwaida shanchir. Aish. Tanhi tushi. Hul ist der Boss. Sa, Damshu Wana. Wanam, Charufadas, Sidamsha, Schlaka. Ma, Muwaida, Kwati, Charufadas, Shanchi. Daru. Balia. Laiwabi. Udam Dijamso. Die Schausi Schwada. Sag deinen Ohren, ich komme zurück, ey. Junge, der Dings, der Takar gefällt uns, ey. Gefällt mir auf jeden Fall, Mann. Der ist auch wie wir immer auf Rille unterwegs, ey. So, gucken, was es hier für eine Mission gibt. Mission zum Kartenmenü hinzugefügt. Schau mal kurz nach. Was müssen wir bei ihr machen? Welche Mission? So, die Karte, was zeigt die? Oh, am Arsch der Welt. Auch noch wieder in diesem scheiß Schneegebiet, Alter. Finde das seltene Nordgilblatt in Udam-Territorium. Ja, vor allem würde ich sagen, reiten wir da mal eben schnell hin. Warte mal, wir müssen da schauen kurz. Alter, hier, da. Urki! Rede mit Urki! Als ob. Der Urki lebt wieder. Ey, Leute, dann müssen wir zum Urki, oder? Komm, wir machen die letzte Mission beim Urki, Alter. Dann nächstes Mal hier machen wir die Mission für Seila. Aber jetzt müssen wir erstmal zum Urki, Alter. Ich hab den vermisst, aber wir haben ihn letztes Mal umgebracht. Leute, wie kann er das überlebt haben? Das ist wieder eine Frage. Ja, die kann nur... Ja, wer soll das beantworten, Alter? Der Tensei bestimmt in seiner Welt. Wir sehen uns gleich wieder beim Urki. Wolfsfell. So, Leute, dann sind wir auch schon direkt beim Urki, Alter. Aber wie hat er das überlebt, Alter? Hilft Urki dabei, sich gegen Bären zu verteidigen? Urkis Feuer. Ja, komm, machen wir das mal auf jeden Fall. Longta! Longta! Wie hat er das überlebt, Alter? Ich check das nicht. Horse Urki. Whack horse! Whack what dadry. Whack what dadry. Horse Urki, fat ass cash. Bären wie Urki stinken, Alter. Der ist doch behindert. Bah, Mann, Alter. Das ist so ekelhaft. Urki nawa fadas dausa. Wir brauchen Rexona. Urki nawa badass. Shrash, shrash. Oh, pass the mask and nawa fadas. Nawa fadas ha horse shitagwa. Woo. Oh, u fadas wada. Horse quar, sakwabara budakwala. Sakwabara budakwala. Woo. Gwaish horse barum. Shrash. Tawada. Tawada. Trash!
Okay, wir müssen, glaube ich, jetzt einen Bären für den jagen oder so. Urkis neuer Mief. Was ist das denn, ey? Hey, schau mal, was noch mal. Besorge die Mief-Zutaten für Urki, Alter. Was für Mief, Alter? Mief, Beef. Der will Beef, der Junge, glaube ich, ey. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns gleich dort wieder. Das ist natürlich hinter diesem scheiß verdammten Berg. Ja, super. Was ist das für ein Stein? Der fällt gleich auf meinen Kopf. Soll ich denn da jetzt rüberkommen, ey? Mann, Mann, Mann. Egal, wir sehen uns gleich wieder, Leute. Ich reite mit dem Tier kurz darüber. Ja, klar. Ich renne einfach zwischen Mammuts durch. Tschüss. Eieieiei. Ich hoffe, die jagen uns nicht, die Mammuts. Aber da hinten sind die Mief-Zutaten. Aber was braucht er denn dafür genau? Das würde ich mal gerne wissen. Weil da steht ja nicht genau, was man braucht. Vielleicht steht das. Ah, okay, hier. Nashorn, Dung, Honig, Walbe, Braunbär gezähmt. Wie Braunbär? Soll ich mir jetzt einen Braunbär zähmen oder was? Alles in dem Bereich? Klar! Was ist das denn alles? Ist das hier? Nee. Südpumblatt? Nee, das braucht Nashorn, Dung. Was ist denn Nashorn, Dung, Alter? Wo finde ich denn sowas? Das ist auf jeden Fall ein Nashorn. Ja, super. Eieiei, wir brauchen für den, glaube ich, die zweihändige Keule. Komm, ey. Pisser, Alter, komm her. Bam, Junge. Ja, Mann, Alter. Hier haben wir das Ding getötet, ey. Wir müssen unser Tier auf jeden Fall heilen. Ist das jetzt Nashorn-Dung? Da bin ich mal gespannt. Nee, Wolfs-Nashorn. Häuten. Aber das bringt uns, glaube ich, nicht, ne? Da kriegen wir keinen Nashorn-Dung. Ich weiß auch nicht, wo man das findet, ey. Da müssen wir jetzt mal eben schauen, wo wir das Ganze finden. Besorgt die Mief-Zutaten für Urki. Jetzt ist das noch da weiter wieder weg. Verstehe ich nicht. Warte mal, wir gucken mal eben nach Honigwabe. Das heißt, wir müssen... Verpiss dich, Alter. Ey, Digga, warum? Warum greift die Scheiße immer unser Tier an, Alter? Eieiei, unser Leben ist gerade richtig am Arsch. Egal, guck mal jetzt. Oha. Warm, Junge. Unsere Bestie hat es getötet, ey. Optimal. So, komm, komm, komm. Wir häuten nochmal den Wolfsnashorn hier. Das können wir ja vielleicht für später einmal gebrauchen. Man weiß es ja nicht. Fleisch kriegen wir auch immer dazu, sowieso. Warte mal, wir können ja mal schauen. Da hat doch gerade irgendwas rot geleuchtet. Ja, genau, hier war's. Ah, das ist, glaube ich, das Nashorn-Dung. Oder nee. Was ist das? Suchen. Oder? Keine. Ah, doch, Nashorn-Dung. Eins von fünf. Okay, wir müssen das überall jetzt hier in diesem Gebiet absuchen. Das ist ja voll die Scheißmission, Alter. Ich hab gedacht, jetzt gibt's ein bisschen mehr Action, ey. Aber egal, wir suchen jetzt eben mal die ganzen Sachen ab und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Ich glaube, das ist nicht so interessant. Ah, es ist nur Zeitverschwendung gerade, Alter. Mann, 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 Mann. Ja, Freunde, ich würde einfach sagen, ich mache die Mission gleich selber zu Ende. Und wir sehen uns dann einfach bei der nächsten Folge wieder. Weil ich bin jetzt ich muss jetzt unbedingt los. Wir fahren jetzt schon um 16:30. Ich muss das Video vorher noch schneiden, weil sonst kommt das zu spät online. Dann würde ich einfach sagen, Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn euch die Folge gefallen hat. Die wird auf jeden Fall so 25 bis 30 Minuten gehen, keine Sorge. Und dann sehen wir uns heute Abend noch beim nächsten Video bei Quantum Break wieder. Ich muss jetzt erstmal schön lecker chinesisch essen, Alter. Ich habe übertrieben Hunger, Leute. Genau, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal an dieser Stelle hier wieder. Dann sammle ich die ganzen Sachen ein und dann hören wir mal, was der Urki zu sagen. Aber ich frage mich immer noch, wie hat er das überlebt, Alter? Schreibt es mal in die Kommentare, falls ihr es wissen solltet. Das weiß ich immer noch nicht, wie er das geschafft hat, ey. Alles klar, Leute, das war's dann jetzt auch. Lasst einen Daumen nach oben da, euer Öni ist raus. Wir sehen uns heute Abend beim zweiten Video wieder. Haut rein, macht's gut und ciao!